Willkommen zurück. Eine neue Folge WoW The Burning Crusade Classic. Ihr seht, ich stehe in den Höhlen der Zeit und hier gibt es eine neue Quest, die wir annehmen können. Und zwar, bevor wir jetzt uns aufmachen, Lady Wash und Keltas zu erledigen, müssen wir hier, oder sollten wir am besten, die Quest Fiole der Ewigkeit bei den Hütern der Zeit annehmen, entweder bei Arasmodu oder bei der Suridomi. Und ihr seht schon im Attune-Addon, dass wir, nachdem wir bei den Höhlen der Zeit uns den Schlüssel geholt haben, können wir bei Suridomi uns diese Quest annehmen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, Lady Wash und Keltas zu töten, um Zugang um die Schlacht des Berges Hyal zu bekommen. Wenn wir die Quest haben, droppen die beiden Bosse diese Überreste und am Ende geben wir die Quest einfach hier ab und haben quasi den Zugang zum Berg Hyal. Also rein von der Komplexität her ist die Questreihe sehr einfach. Von der Umsetzung her kann das sich schon etwas schwerer gestalten. Einfach aus dem Grund, Lady Wash und Prinz Keltas sind nun mal die Endbosse aus Phase 2. Und bei den beiden steigt der Schwierigkeitsgrad schon mal deutlich an. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ihr wisst, wo ihr hin müsst, bevor ihr Lady Wash und Keltas umhauen wollt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir die beiden Bosse angehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.